Zu einer schönen Überraschung wurde für Uschgoroder der Besuch einer der besten Spezialisten in der Schweiz, Bernhard Henrich. In diesem Korridor haben sich alle daran Interessenten gesammelt. Jeder hatte eine Möglichkeit, gute Ratschläge vom Arzt zu bekommen. Mein Name ist Bernhard Henrich. Ich bin Augenarzt und arbeite in der Schweiz als Augenchirurg, sowohl in einem großen Krankenhaus in der Nähe von Zürich, als auch in einer Privatklinik in Lugano im Süden der Schweiz. Mit der Augenheilkunde beschäftige ich mich seit etwa fast 20 Jahren. Ja. Herr Henrich ist ein guter Spezialist in seinem Fachbereich und hat schon viele Jahre der praktischen Ausbildung hinter sich. Mein Spezialgebiet ist die Netzhaut und die Netzhautchirurgie. Obwohl ich auch den vorderen Augenabschnitt, also zum Beispiel den grauen Star, Katarakte operiere, aber mein Interessenschwerpunkt ist die Netzhaut, chirurgische Netzhauterkrankungen. Der Doktor erzählt auch gerne, welche Fälle in seiner beruflichen Erfahrung haben ihm schwer gefallen. Die schwersten Fälle sind für mich meistens Fälle mit schweren Netzhautveränderungen, zum Beispiel Netzhautablösungen oder schweren Veränderungen der Netzhaut durch Diabetes. Das können sehr schwierige Operationen sein. Die Patienten wollten aber gerne wissen, warum hat der Augenarzt eben Transkarpatien besucht? Was hat ihn motiviert und welche Gründe waren dabei? Erfreulicherweise bin ich schon zum dritten Mal in Transkarpatien. Das liegt daran, dass ich hier Freunde und Kollegen habe. Man muss sagen, Kollegen, aus denen mit der Zeit Freunde geworden sind. Und es ist auch dieses Jahr schon das zweite Mal, dass wir gemeinsam hier Patienten untersuchen. Wir haben eine Zusammenarbeit, die inzwischen mehrere Jahre zurückgeht und die angefangen hat mit einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Wir haben gemeinsam verschiedene wissenschaftliche Artikel publiziert und dann auch angefangen, Patienten zusammen zu untersuchen mit Kollegen hier aus Uschgorod und auch aus Odessa. Die Kollegen sind schon bei mir in der Schweiz zu Besuch gewesen. Wir haben dort schon gemeinsam untersucht und operiert und ich bin nun zum zweiten Mal hier für die Untersuchung der Patienten. Der Augenarzt kommentiert, heutzutage wurde eine enge Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Schweiz festgestellt. Die Zusammenarbeit zwischen meinem Krankenhaus in Zürich und auch der Privatklinik in Lugano und der Ukraine hat über das Filatov-Institut in Odessa begonnen. Wir haben dort eben am Anfang verschiedene wissenschaftliche Projekte begonnen und inzwischen mehrere wissenschaftliche Artikel zusammen publiziert. Und wir haben sogar inzwischen eine offizielle, wirklich auch von der Direktion beider Krankenhäuser offizialisierte Zusammenarbeit. Unser Gast aus der Schweiz ist sehr beeindruckt vom heutigen Zustand der ukrainischen Medizin. Also zunächst mal erlebe ich hier ein sehr gutes Niveau der Medizin und ich arbeite ja unter anderem auch deswegen so gerne mit den Kollegen hier zusammen, weil wir, glaube ich, dieselbe Wellenlänge haben, dieselben Vorstellungen von einer guten Medizin haben. Deswegen macht das große Freude, gemeinsam Patienten zu untersuchen. Ansonsten fällt mir in der Ukraine auf, dass einer der großen Vorteile hier darin besteht, dass es sehr große Zentren gibt, bei denen sich die schwierigsten Fälle alle treffen, zum Beispiel das Filatov-Institut eben in Odessa. Glaube ich, gibt es sehr gut ausgebildete Ärzte in der Ukraine. Und ich selber habe, das kann ich nur sagen, sehr gute Erfahrungen hier gemacht. Herr Doktor gibt auch Ihnen ein paar gute Ratschläge. Meinem Fachbereich ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, dass man rechtzeitig zum Augenarzt geht, wenn man Symptome verspürt. Leider kommen manche Patienten sehr spät und dann eben schon mit fortgeschrittener Netzhautablösung, die wird dann entsprechend schwieriger zu reparieren sozusagen. Die Patienten waren sehr dankbar und warten schon auf nächsten Besuch des Gastes aus der Schweiz.